Wenig Stoff, dafür viel Glitzer. So zeigen sich die sechs Tänzerinnen eine Art Eröffnungszirkusballett rund um eine mysteriöse Kiste, die mitten in der Manege steht. Wer auch nur ein bisschen zirkusaffin ist, kann es voraussagen, früher oder später wird mit dieser Kiste noch etwas gehen. Und der Auftakt dazu scheint jetzt gerade zu passieren. Der Mann mit Zylinder könnte man hier in Monte Carlo eigentlich gar nicht mit ernster Miene. Seit vielen Jahren führt der Petit Gugu, wie man ihm hier sagt, als Präsentator durchs Programm des Zirkusfestivals. Was wir jetzt hier sehen, ist also definitiv eine Inszenierung. Wo auch der Fürst Albert Lotto schmunzeln. Der mysteriöse Einstieg in das Zirkusprogramm. Und wer hier mit blonder Mähne aus dieser Kiste steigt, ist niemand anders als der Star-Magier Hans Klock. Er wird heute oben zweifellos eine Hauptattraktion sein. Jetzt überreicht er Raffa das nötige Instrument für einen obligaten Abpfiff vom Programm. Temporeich und im Rock'n'Roll-Schwung präsentiert sich die russische Gruppe Dobrowitzki. Sie kommen vom russischen Staatszirkus Roskosirk. Und wir können uns auf spektakuläre Sprünge freuen, die aus Zuschauersicht immer so toll, locker und einfach aussehen. Rauf Knie, dabei ist das alles andere als einfach, was hier gezeigt wird. Fast ein bisschen undankbar, dass wir beim Zuschauen alles als locker empfinden. Was braucht es für so eine Nummer? Kunst ist immer nur, wenn es locker und einfach aussieht. Wenn es schwer und knorzt aussieht, ist es eben nicht mehr professionell. Und das sind zwei, das ist eine ganz gute Truppe, die ich das Winter wie Salto Natale werden wir die haben. Geleitet wird die Gruppe von Maxim Dobrowitzki, der auch schon zu Monte Carlo ist auftreten. 1990 war das, damals am russischen Baren. Das ist ein Artist, der 24 Jahre später immer noch auf diesem Level unterwegs ist. Wie einzigartig ist das? Das ist eine ganz glatte Kombination, eine moderne, neue Kombination von fliegendem Trapez, aber in einer kleineren Form am Boden unten und ist auch zum Aufbauen sehr viel einfacher.
Ich hoffe, ihr könnt auch so richtig mitstaunen und sogar mitklatschen, wie dort Prinzessin Stefanie mit ihrer Tochter Pauline in der Fürstenloge. Unzählige, grossartige Sprünge haben wir dank Slow Motion immer doppelt geniessen können zu diesen Rock'n'Roll-Rhythmen, die auch der Prinz Albert zum Mitsingen animieren. Er ist heute oben mit seiner Gattin, der Fürstin Jacqueline, anwesend. Ist ein toller Mix an Show und Artistik auf höchstem technischem Niveau verspielt die russische Gruppe Dobrowitski.